Wissen Sie, was Taftan ist? Es hat nichts mit Haarspray zu tun, sondern es ist einer der Grenzübergänge zwischen Iran und Pakistan. Und meine beiden Söhne, Philipp und Marcel, wir haben gerade in der vergangenen Woche den Taftan-Tag gefeiert. Nämlich vor 15 Jahren, am 10. April 2009, haben wir mit diesem gelben Notarztwagen genau diesen Taftan-Grenzübergang überfahren. Wir waren ja hier von unserem heimischen Eckelsheim gestartet, um diesen Notarztwagen nach Pakistan zu bringen, nach Lahore zu bringen, weil er dort dringend gebraucht wurde. Und in dem, ich sag mal, Hotel, was wir da hatten, hatten wir dort einen Wasserkocher. Und wir konnten, ich glaube, es waren 10 Tage her, dass wir das letzte Mal warm etwas essen konnten. Und da haben wir uns dann diese Tütensuppe gemacht. Und wie Sie auf dem Foto sehen, wir mussten auf dem Boden sitzen, weil die Betten waren so durchgelegen, dass man da gar nicht drauf sitzen konnte. Und Stühle gab es auch nicht. Deswegen haben wir uns auf den Boden gesetzt. Und seitdem heißt diese Suppe bei uns natürlich nicht Tomatensuppe, sondern, Sie können es ahnen, Taftansuppe. Noch ein kurzes Wort zu diesem Notarztwagen. Wie gesagt, es ist 15 Jahre her, aber dieses Auto ist immer noch mit einem Ärzteteam in Pakistan unterwegs. Sie fahren von Dorf zu Dorf, dort, wo es keine medizinische Hilfe gab oder gibt, um die Menschen dort mit dem nötigsten Medizinischen zu versorgen. Also kurzum, dieser ganze manchmal oft schwieriger Trip, aber auch mit schönen Erinnerungen hat sich gelohnt. Also, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, vielleicht mit etwas Grillen oder mit Taftansuppe. Tschüss und schönes Wochenende.